I long to be back in the war. That was my true home. We were inhuman beings. Butchers on a field full of corpses. Corrupt and depraved. Only a sum of viscera, blood and bone. Creatures without souls. Huch, wo soll ich jetzt eure Flasche herkriegen? Scheiße. Hier im Bunker haben Scooty verloren, die haben es scheiß gut. Der Ofen geht nie aus. Da saufen die Läuse in den Socken. Die kommen noch nie raus aus ihrem Loch. Daher ja auch der Name. Die verloren. Die haben die Leitung zum Hauptquartier gekappt. Schlecht durchgelegt. Bunkerkroller. Idioten. Dem scheiß Diesellager. Wer weiß, was die da... I could easily take the soldier out of the way. I only had to be careful creeping up on him. Keine besonderen Vorkommnisse. Von nichts eine Ahnung. Vielleicht haben sie sogar recht. Ist nichts be... I had to wait until they separated. Junge, Junge. Na? Endlich mal wieder frische Luft was. Sagst du's? Balkon zum Bunker. Der Muff dort ist kaum auszuhalten. Wo ist eigentlich Hamann? Der ist vorn und bewacht die andere Brücke. Falls er überhaupt noch was peilt. Der ist schon wieder Sternhagel voll. Kein Wunder. Was der erlebt hat, ist nicht so leicht zu verdauen. Naja. Ich vertrete mir noch ein bisschen die Beine. Mach das. Mir passiert. Ah!
Jeden Moment muss die Ablöse da sein. Wenn er nicht wieder verpennt hat, die Pfeife. Die haben sich bestimmt letzte Nacht wieder eingesoffen. I could use the morphine here to increase my chances. Ganz dicht. Gleich geht die Sonne wieder auf. Verdammt, wann kommt endlich die verfluchte Ablösung? Doing anything to anyone ever again. Junge, Junge. So viel Spannung ist ja kaum auszuhalten. Mir passiert doch sowieso nichts. Hoffentlich kommt bald die Ablöse. Das wäre jetzt gut.
das, verdammt. Du bist tot! Tot, hörst du? Komm raus, du Held! The first step was done. I was finally in the bunker. The fuel depot was certain to be in the lowest level to protect it from bombing raids. The mishap with my lost equipment would not stop me, but without explosive charges, the situation was hopeless. But the Germans were sure to have explosives stored somewhere in the bunker. Soon they would see what they were good for. A German fuel depot and an explosive charge sounded like a very promising combination. The problem was I had to be back outside before this rendezvous developed chemistry.